Hallo, ich bin der Steven, ich bin Zerspannungsmechaniker bei EBZ im zweiten Ausbildungsjahr. Viele verbinden den Zerspannungsmechaniker mit Serienarbeit, das ist allerdings bei EBZ nicht so. Anhand des Projekts Handhabungsgerät erlernt man alle Grundfertigkeiten zur Metallbearbeitung. Mal bearbeitet man Teile des Projekts, mal Teile aus der Fertigung. Im ersten Ausbildungsjahr habe ich das Programmieren und Fertigen an den Werkzeugmaschinen erlernt. Zu den Aufgaben eines Zerspannungsmechanikers gehört auch das Planen und Programmieren der Arbeitsabläufe am PC oder direkt an der Steuerung. Um aus dem Rohmaterial eine Komponente für das Werkzeug oder Vorrichtung herzustellen, die Komponente passgenau zu fertigen und im Anschluss zu überprüfen, fasziniert mich. Hauptsächlich arbeite ich im Ausbildungszentrum an den CNC-Dreh- und Fräsmaschinen. Nach dem zweiten Ausbildungsjahr werde ich in der mechanischen Fertigung bei EBZ eingesetzt. Sehr beeindruckend an dem Beruf finde ich die Maßgenauigkeit, mit welchen Technologien komplexe Formen aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden können.